Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch dieses Paket hier vorstellen, und zwar ist es eine LED-Lichterkette, 15 Meter lang, von der Firma Salka. Die Lichterkette ist für außen geeignet und soll eigentlich für unsere Terrassenüberdachung sein, dass man die unten reinhängt. Unsere Terrasse ist 6 Meter lang und 3 Meter tief. Das wären also dann, wenn man die kurzen Seiten nimmt und einmal die lange Seite, wären es dann noch, wie viel sind es dann? 12 Meter, genau. Also müssen die 15 Meter gut ausreichen. Ich hoffe, dass das dann auch alles so passt und dass man das auch irgendwie befestigen kann. Von den Lichtern selber, ich glaube, die sind ein bisschen größer, und also nicht so kleine LEDs, sondern ein bisschen größere. Bin ich mal gespannt, wie die jetzt live aussehen. Haben wir sonst noch irgendwas auf der Verpackung? Nö, eigentlich nicht. Ob das E27 jetzt gemeint ist, ich denke mal, das ist diese Lampenfassung. Da gibt es ja auch eine Norm. Und E27 ist, soweit ich weiß, so eine Norm von so einer Lampe. So, jetzt machen wir mal das Paket hier einfach auf. Oder gerade ist das schon auf? Ich glaube, das ist schon auf. Oh ne. So, dann schauen wir mal, was da drin ist. So sieht das von innen aus. Oje, da muss man ja erst die ganzen Lampen einbauen. Schauen wir mal da rein. Aha, da haben wir zum Beispiel eine Lampe. Ihr seht, die sind richtig groß. Und davon gibt es dann eben für 15 Meter. So. Also Nummer 1 wäre das hier. Dann haben wir hier ein Paket. Das müssen wir auch noch aufmachen. So. Na. Einfach so rein. Genau. Was haben wir hier drin? Ich denke mal, das wird der Rest sein. Ja, genau. Oh oh. Da muss man ja sehr vorsichtig sein. Also ihr seht, hier sind nochmal 1, 2, 3, 4, 5. 15 Lampen drin, dann hätten wir 16 Lampen. Ob die auch alle ganz sind, bin ich mal gespannt. Da kommt das Kabel hier. Mal die Lampen weg zum Vorschein. Anleitung. So, das ist das ganze Kabel. Also richtig massiv. Ihr seht, das ist jetzt nichts Kleines, sondern das sieht auch echt wasserdicht aus, die ganze Sache. Natürlich made in China, was steht da noch drauf? 16E27 LED, Output 22,5 Watt. Genau. Und hier in der Anleitung sieht man, wie die dann so hängen. 15, hier steht was, wieder was von 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ja gut, hier steht was mit 15. Das ist halt die Frage, ob es jetzt 15 oder 16 sind. Ist auf jeden Fall in Deutsch hier auch. Verlegen Sie das Kabel an eine gewünschte Stelle im Garten, schrauben Sie die einzelnen Glühbirnen ein und dann eben einstecken, ganz normal eine Steckdose. Ist auf jeden Fall für IP65 wasserdicht. Nach IP65, da gibt es ja die verschiedenen Normen. Ja gut, insgesamt 22,5 Watt. Also gut, dann ist der Stromverbrauch eigentlich noch in Ordnung, würde ich sagen. Ob das jetzt auch geht, wenn man eine Lampe angeschlossen hat, das weiß ich natürlich jetzt auch nicht. Aber das probieren wir jetzt einfach mal aus. Nehmen wir einfach mal diese Lampe hierher, die da drin ist. Nur damit ihr auch mal seht, wie die leuchtet, schrauben wir die da rein. Dass das funktioniert, weiß ich auch nicht. Und
Hier ist der Stecker. Da gibt es auch eine Abdeckung dazu, wenn man das ausgesteckt hat, dass da keine Feuchtigkeit reinkommt. So, schließe ich das einfach mal an. Mich wundert jetzt nur, warum hier nochmal ein Stecker ist. Ach so, Moment. Da stimmt ja was nicht. Hä? Gibt es hier mehrere Stecker? Ach so, da kann man dann noch weitere dazu anschließen. Hier. Und wenn man die nicht braucht, jetzt kapiere ich das. Das ist erweiterbar. Könnte man hier zumachen. Aber wir brauchen ja den Stecker hier. So, ha, funktioniert sogar wunderbar. Ihr seht, mit der Kamera flackert das jetzt, aber jetzt hier bei mir flackert es eigentlich nicht oder auf jeden Fall nicht sichtbar. Schön gelbes Licht. Und so sehen dann eben die ganzen 15 Lampen oder wie viel es auch immer jetzt sind, 16 oder 15, sehen dann so aus. Ich denke, das ist eine schöne Beleuchtung für die Terrasse und da ist ja richtig Licht dann da am Abend. Jo, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was zeigen. Ich meine, ich kann jetzt nicht das ganze Ding hier aufhängen, das ist klar. Aber so einen ersten Eindruck, wie das dann zum Funktionieren hat. Also ich würde am besten das Kabel aufhängen, die Lampen dann im aufgehängten Zustand einschrauben, weil dann geht nichts kaputt und fliegt auf den Boden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Daumen nach oben würde mich freuen. Ich packe den Link zum Produkt unten in die Videobeschreibung und lasst mir ein Abo da. Vielen Dank. Tschüss.